Sebastian Kurz wird, egal in welcher Funktion, in den nächsten Monaten auch für uns da sein. Er ist und bleibt unser Kanzler Kurz! Und mit einem großen Applaus begrüßen wir hier bei uns Sebastian Kurz! Servus. Sebastian. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Freunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke vielmals, liebe Freunde, danke vielmals, dass ihr nach diesem durchaus sehr schwierigen Tag heute alle hier seid. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich weiß, dass viele von euch mit sehr gemischten Gefühlen heute da sind. Ich weiß, dass nicht nur hier, sondern auch viele Menschen in Österreich im Moment sich gerade schwer tun, die Geschehnisse einzuordnen und viele einfach ganz unterschiedliche Gefühle haben, von Trauer über Wut bis hin zur Hoffnung, wie es vielleicht im September ausgehen könnte. Und ich kann euch nur sagen, zu Recht fragen sich viele Menschen auch, wie geht's weiter, und ich verstehe all diese Emotionen. Denn wir haben als Volkspartei sehr hart gekämpft, dass wir 2017 diese Wahl gewonnen haben. Wir haben alles gegeben, um eine gute Regierung zu bilden, und wir haben uns bemüht, die notwendigen Reformen in Österreich auch umzusetzen. Und ein Video mit Ideen des Machtmissbrauchs, mit Ideen der Korruption und der Steuergeldverschwendung hat nicht nur die FPÖ beschädigt, sondern dieses eine Video hat auch die Zusammenarbeit in der Koalition zerstört. Und nicht nur, dass die Koalition zu Ende war, die Freiheitliche Partei hat sehr schnell eine neue Koalition gebildet, nämlich mit der Sozialdemokratie, geeint im Hass auf die Volkspartei und mit einem klaren Ziel, nämlich Kurz muss weg. Und so ehrlich müssen wir sein, heute ist Ihnen das auch gelungen. Sie haben es geschafft, heute die österreichische Bundesregierung niederzustimmen und abzuwählen. Kein Ton mehr. Und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich kann euch nur sagen, ich verstehe, dass gerade nach dem gestrigen Wahlergebnis viele zu Recht sagen, das ist ungerecht, das ist inakzeptabel. Aber ich bitte euch, nehmen wir diese Entscheidung zur Kenntnis. Es ist eine demokratische Entscheidung, und für Wut, für Hass und auch für Trauer ist überhaupt kein Platz. Wir sind alle als Volkspartei engagiert, weil wir ein klares Ziel haben, und das ist, unserem Land zu dienen. Wir haben uns in der letzten Woche bemüht, alles zu tun, um Stabilität sicherzustellen, um eine handlungsfähige Regierung auf die Beine zu stellen. Wir haben nach dem Auftrag des Bundespräsidenten innerhalb von 24 Stunden Experten ausgewählt, und wir haben gewährleistet, dass Aufklärung stattfinden kann und Stabilität in Österreich vorhanden ist. Wir haben uns bemüht und wir haben uns angestrengt, und genau dieselbe Aufgabe haben wir jetzt im Moment. Ich habe vorhin nach der Abwahl im Parlament den Bundespräsidenten angerufen und habe ihm zugesichert, dass wir zur Verfügung stehen für eine ordentliche Übergabe an die Übergangsregierung und dass wir bedingungslos die Übergangsregierung unterstützen werden, egal wen er aussucht, denn es geht nicht um mich, es geht auch nicht um uns, sondern es geht um die Republik Österreich. Aber ich sage euch auch ganz klar,
Genauso wie es jetzt wichtig ist, dass wir sicherstellen, dass es Stabilität in den nächsten Monaten gibt, genauso wichtig ist es, wie es in den nächsten Jahren in Österreich weitergeht. Und liebe Freunde, ich verspreche euch, da werden wir kämpfen. Wir werden sicherlich nicht... Wir haben in den letzten Tagen bei all den Wahlveranstaltungen von Sozialdemokratie und FPÖ immer eins gehört. Kurz muss weg. Das einzige Programm dieser beiden Parteien. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich muss die beiden enttäuschen. Ich bin noch immer hier. Ich bin frei. Ich stehe vor euch. Ich stehe vor euch als der, der ich bin, als einer von euch, der etwas verändern möchte, ganz gleich, ob mit oder ohne Amt, ganz gleich, ob mit oder ohne Titel. Und ich gebe euch heute ein Versprechen. Die Veränderung, die hier vor 2 Jahren begonnen hat, die wird mit dem heutigen Tag nicht enden. Wir können uns sicher sein, dass sie uns anpatzen werden. Wir haben erlebt, dass sie uns abwählen können. Aber sie können sicherlich nicht die Veränderung aufhalten, die von uns ausgeht. Und wir werden... demokratische Entscheidung heute zur Kenntnis nehmen, aber genauso bitte ich euch, dass wir die nächsten Monate quer durch Österreich unterwegs sein werden mit den Menschen. Wir werden um die Unterstützung der Bevölkerung werben, denn heute hat das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages im September, da entscheidet in einer Demokratie das Volk und darauf freue ich mich. Vielen Dank für eure Unterstützung.